Hallo Leute, mein Name ist HotzST und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft, wo wir heute um unsere Holzmaschine etwas rundherum bauen. Aber zuerst noch etwas anderes. Es gibt da ein Projekt, das sich über die nächsten paar Folgen hinziehen wird. Und da möchte ich heute zuerst mal den Grundstein legen. Und zwar haben wir hier ein bisschen eine Halbinsel. Und da möchte ich nun das Layout definieren. Für das, was wir hier bauen möchten. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier etwa in der Mitte und oberhalb eines kreisförmigen Umriss. Und vielleicht erahnt ihr es, aber hier werden wir unseren eigenen Berg bauen. Und dieser wird innen drin hohl sein. Und da können wir einige Farms und sonstige Dinge drin bauen, welche thematisch zu diesem Berg passen. Nun wollen wir aber uns dem eigentlichen Projekt der heutigen Folge zuwenden, nämlich dem Gebäude hier rundherum um unsere Holzfarm. Und etwas, was ich ändern möchte, ist hier dieses quadratische Gebilde hier im Wassersammelbecken. Ich möchte das etwas öffnen, so dass wir etwas ein Gefälle haben, das zum Wasser runtergeht. Und rundherum werden wir nicht so ein Tempel wie die beiden bisherigen, sondern wir machen einfach eine Palisade rundherum und das wird so etwa das Thema sein, ein Holzfällercamp, denn die Römer, die haben sehr viel mit Holz gearbeitet. Ich denke, ich fange mal mit der Palisade rundherum an. Ich habe auch hier wieder den Umriss ausgelegt. Jetzt mal schauen, sieht das gut aus? Ziel war ein Oval, aber nicht etwas, das zu symmetrisch aussieht. Hier auf dieser Seite sind wir natürlich momentan noch begrenzt durch diese Lavaseen. Aber ich denke, das sieht in etwa gut aus. Nun, die Frage ist dieser Ring hier die innere oder die äußere Seite? Und das hängt, glaube ich, sehr stark damit zusammen, wie wir hier auf dieser Seite das Gefälle bis hinten ran machen. Denn wie ihr seht, ist das kein gleichmäßiges Oval und es folgt auch der Kontur der Umgebung. Und das soll das Ganze etwas natürlicher wirken lassen. Aber ich denke, für den nächsten Schritt muss ich wirklich hier zuerst den inneren Bereich machen, damit ich sehe, wie das mit der Palisade aussieht, ob wir da und dort vielleicht noch etwas weiter zurückgehen müssen. Denn ich möchte auch nicht, dass dieser Einschnitt bis ganz nach außen geht, sondern vielleicht auf dieser Seite ja, aber
zumindest hier auf den Längsseiten definitiv nicht. Und ich möchte auch hier auf dieser Seite noch etwas Raum haben, was wir, denke ich, schaffen werden. Ich denke, die Mulde formmäßig kommt das gut. Und hier außen habe ich jetzt eine Reihe Coastert, eine Reihe normale. Hier kommt dann die Palisade drauf. Und hier innen nochmals Coastert. Und hier innen, das sieht noch etwas eintönig aus. Aber da können wir etwas machen mit verschiedenen Erdarten, Rooted Dirt, Pozzol, Coarse Dirt, Pfadblöcken und auch diese, was sind die? Dripstone Blocks. Da bekommen wir etwas Abwechslung rein und dann können wir auch ein bisschen Gras und so auf der Erde platzieren. Das sieht doch schon sehr viel besser aus mit all den Details hinzugefügt. Eine breite Palette an verschiedenen Blöcken, auch mit ein bisschen braunem Concrete Powder, ein paar Planks. Da drüben ein paar Holzbündel, die geschlagen wurden und auf Abtransport warten. Dann hier entlang der Pfad mit den Toren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie hoch genug sind. Wir werden das gleich mal sehen, wenn wir die Palisade errichten. Und rundherum auch ein bisschen Büsche und die ganze Gegend hier schön ausgeleuchtet, damit wir hier drin keine Mob-Spawns haben und auch um sicherzustellen, dass das für die Gunpowder-Fabrik dort hinten gut tut. Dann hier haben wir nun einen natürlichen Zugang zu unserer Kiste, müssen nicht mehr in ein Loch kriechen. Aber nun denke ich, letzter Teil von diesem Projekt, die Palisade. Die Palisade selbst besteht aus Stämmen, und zwar Eiche und Birke, die wir dann ganz am Schluss noch von der Rinde befreien, so dass die Farbpalette etwas näher ist und das Ganze anschaulich aussieht. Aber dadurch, dass ich immer zwei unterschiedliche Bäume abwechsle, bekommen wir hier den Effekt, dass dies einzelne Stämme sind, die hier aufgerichtet sind. Und auf der Seite mit der Lava bin ich mir nicht ganz sicher, ob das weit genug entfernt ist oder ob wir da allenfalls unsere Palisade in Brand stecken. Wenn das so ist, werden wir die Lava entfernen. Obendrauf kommen dann noch drei Stücke Dripstone, welche den Eindruck erwecken, dass die Palisade nach oben zugespitzt ist. Ja, ich glaube, das kommt ganz gut. Während wir hier über unsere Holzfarm fliegen, lass uns noch hier rasch einen Blick drauf werfen, denn in der Zwischenzeit haben sich eine skeletale Struktur hier manifestiert und ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob dann letzten Endes auch alle so bleiben, denn beispielsweise diese Slope hier ist sie etwas zu flach, aber ganz oben ist sie steil und das ist eigentlich das, was ich haben möchte und die meisten anderen
sind nach oben eher flach, was vielleicht nicht ganz ideal ist. Aber vielleicht hier zum Abschluss einen letzten Hinweis. Unsere Holzfarm braucht Bone Meal. Und um das Holz für die Palisade zu bekommen, habe ich meine ganzen Vorräte aufgebraucht. Das heißt, wir brauchen eine nachhaltige Lösung, um an Bone Meal ranzukommen. Ein Skelly Spawner ist eine Möglichkeit oder eine Bone Meal Farm ist eine andere. Und genau das wird hier irgendwo unter diesem Berg entstehen. Aber nicht mehr heute, denn für heute ist Schluss. Da müsst ihr das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann. Tschüss.